Auf der negativen Seite droht ein neuer EU-Vorstoß zur Wiedereinführung einer Vorratsdatenspeicherung. Die warten im Moment nur darauf, wie der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Und es kann sein, dass die EuGH-Urteile zur Vorratsdatenspeicherung fallen, weil sich sogar der europäische Datenschutzbeauftragte vor Gericht dafür ausgesprochen hatte, eine Vorratsdatenspeicherung sei nicht per se grundrechtswidrig. Unglaublich, diese Stellungnahme für mich. Und sehr traurig, dass wir da nicht frühzeitig genug reingekrätscht sind. Also wenn das Gericht den Weg frei macht für eine neue Vorratsdatenspeicherung, werden sie das versuchen, das wieder einzuführen. Und dann sind natürlich wir gefragt, um gegenzuhalten. Denn Vorratsdatenspeicherung ist der Dammbruch, bedeutet, dass erstmals die komplette Bevölkerung überwacht wird, nur weil es irgendwann nützlich sein könnte. Und da müssen wir gegenhalten und dagegen protestieren, wenn das wieder kommt.